Hi Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Part von The Evil Within Teil 2 hier unten im Kerker. Ja, im letzten Part haben wir noch kurz hier zwei von den Kollegen umgenietet. Und jetzt brauchen wir die Kurbel, wie gesagt, um das Tor zu öffnen. Hier haben wir wieder versperrt. Und ja, wir machen uns auf die Suche. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß mit diesem Part. Und ich wünsche uns, dass wir hier möglichst lang überleben. So, da haben wir jetzt hier die Tour abgesucht. Beziehungsweise hier waren wir noch nicht, ne? Hier waren wir noch nicht. Moment mal, ne, hier sind wir hergekommen. Hier sind wir hergekommen, dann müssen wir hier rein. Den Geräuschen nach. War klar, oder? Da hinten steht doch schon einer. Was macht der da? Ich glaube, der will da raus. Kann man ihm nicht verübeln. Haben wir noch eine Nahkampfwaffe? Ja, wir haben noch eine Waffe. Sehr gut. So, du kommst ja wohl da nicht raus, ne? Das ist ja wohl fest. Na? Was haben wir denn? Also, was sollte man nicht machen? Er bricht ja da aus. Entwickelt plötzlich irgendwelche. Oh, da haben wir eine Tür. Pass auf, Leute, das ist der Quartiermeister hier oder so. Kerkermeister. Da ist eine Kurbel. Und Pfeile. Ich leg doch lieber mal aus Sicherheit hier Schrot an. Voll, voll, voll. Na toll. Die kann ich wohl benutzen. Ja, gib mal her. Ja, und jetzt haben wir alle Tore auf, wa? Ich hoffe nicht. Kurbel wird verwendet, um etwas durch Kurbeln zu öffnen. Was es ist, musst du jedoch selbst herausfinden. Ja, Kurbel erhalten. Mal gespannt hier. Haben wir noch eine Spritze? Nein. Bisschen unterversorgt hier gerade. Sind wie Items. Da und sind die Tore jetzt auf hier? Ja, jawohl. Der läuft durch die Gegend schon. War klar, oder? Jetzt gehen die alle spazieren. Jetzt gehen die alle spazieren. Ja. Hallo? Hier sind wir. Das ist hart und ungerecht. Wenigstens können wir jetzt an den Loot hier ran überall. Und das war wichtig, hier die Schrotmunition. Und wichtig wäre auch noch eine Spritze. Ach, der lungert auch da schon rum. Ja, ist klar, Alter, ist völlig klar. Wenn man so nah rangeht, dann reicht auch ein Schuss. Sehr gut. Oh, der ist nervös geworden. Da hinten. Sehr, sehr hektisch plötzlich.
Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich einen Nahkampf machen. Chock, 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 chock. Einen haben wir noch. Hast du immer noch nicht genug? Dass die auch nicht lernen. Ich hätte auch jetzt die Axt mal verwenden können. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir die auch noch. So, hier haben wir noch hier die... Ach, da sind wir, glaube ich, voll, ne, die Flasche. Ja, ja. Okay. Also, wir haben noch Pfeile. Ich glaube, ich rüste die mal aus hier. Und wir haben... Genau. Denn die sind auch stärker als... Die Pistole. Vielleicht aber auch ungefähr genauso stark, kann auch sein. Pistole. Das war's mit dem Schleichen. Und da reicht die Reichweite nicht. So ein bisschen näher ran hier an den Kollegen. Guck mal, hier sind wir. Hier. So, ein Rauchbolzen noch. Scheiße. Ja, ich habe noch nie einen Rauchbolzen benutzt. Ich wusste jetzt nicht, wie lang das hält. Wir haben festgestellt, nicht allzu lang. Also, was holen wir raus? Die Waffe. Geh du mal schön zurück. Es gibt nichts zu sehen. Ladies and Gentlemen. Gute Nacht. Ach, da ist noch einer dahinter. Mann, sag ich, eine Versammlung hier. Links und rechts. Scheiße. Okay, nehmen wir mal die Axt. Hallo, was war das denn? Wieso schlägt er denn nicht? Ich meine, wieso nimmt er die Axt nicht? Axt hier. Komisch. Ich habe geschlagen, ihr habt es gesehen, ne? Aber die Axt hat er nicht genommen.
Schon wieder daneben. Na endlich. Leute, das wird nochmal richtig eng hier. Das wird nochmal richtig eng. Ich glaube, in den Zellen war auch noch was drin, ne? Ach komm, jetzt wisst ihr was, jetzt haben wir die... Jetzt machen die beiden auch noch fertig hier, bevor es weitergeht. Da ist auch noch eine Tür. Genau, mal schön zurück. Denn die Materialien sind so rar gesät, die wollen wir nicht liegen lassen. Das hier auch nicht. Wer weiß, was in so einem Leichenschrank drin ist. Was, was, was? Was? Nein, 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 nein! Nein! Ach, das glaube ich jetzt nicht. Da lag da einer auf dem Boden. Boah, den hat man nicht gesehen. Da hat man nichts gesehen. Keine Bewegung, keine Augen, nichts. Der kam aus dem Nichts. Oh, und wir werden schön wieder hierhin gedroppt. Ja gut, Leute, dann ich mache hier einen kurzen Cut. Macht ihr hier die üblichen Verdächtigen wie gerade eben nochmal und dann treffen wir uns am großen Tor wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das war es eigentlich auch schon hier mit der Versammlung. Und genau, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir zusammen mal hier in den Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Hier liegt nämlich auch noch ein bisschen was rum. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass hier keiner mehr rumlungert, denn wir haben keine Munition mehr. Beziehungsweise jetzt noch viermal Pistolenmunition. Das reicht vielleicht für einen von diesen Kollegen, aber für mehr auch nicht. Und wer war schon beobachtet? Anscheinend. Nur von wem? Irgendjemand stöhnt da. Da. Lass uns ranschleichen.
Okay, Gott sei Dank hat das gereicht. Schrotmunition. Und die Tasche verbessert. Für die Armbrustbolzen auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Laden wir mal bei Schrot nach. Schauen wir kurz hier, ob hier irgendwas noch unter der Bank liegt. Nein. Okay. Dann gehen wir zum Altar hier. Und gucken mal, was das für ein Schriftstück ist. Verbrannte Seite aus der Freiheit untertan. 1. Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen. Sei es bei Veränderung, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale und emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist zu gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt. Für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Einige nennen es Schicksal. Was es auch immer ist, Leid komme über alle, die sich dem widersetzen. Lassen wir das mal so stehen. So, jetzt haben wir noch eine Stelle. Und zwar die, wo wir beim letzten Mal verreckt sind. Ich möchte aber unbedingt diese Figur haben. Bei der Schwester. Hier sind wir gestorben, oder? Sag nicht, der ist schneller als alle anderen. Oh, der ist ja schnell da rausgekrabbelt gerade. Komm mal her. Ich hab was Feines. Komm. Komm. Du knabberst nicht nochmal mein Bein an. Munition mehr. So, Freundchen. Was hast du jetzt davon? Bleib mal schön liegen jetzt. Waffenteile. Und. Nee, keinen Schuss verschwenden. Und diesen Schlüssel. Jawohl. Okay. Leute, dann war es das hier unten. Ist aber doch mal geschafft hier an diesem Part. Den Kerker hier zu cleanen. Zumindest diesen ersten Bereich. Dann können wir jetzt mal zumindest hier die Kurbel ansetzen. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich geht's Tor auf. Kurbeln Sie bitte jetzt. Okay, muss ich kurbeln. Ich alles selber macht. War auch gut, dass wir hier alle ganze Gebiet hier entvölkert haben, denn auf der Flucht hätte das definitiv zu lange gedauert, hier dieses Drehen. Erfassen. Spiel speichert. Guter Zeitpunkt. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Es bleibt spannend. Ich freue mich drauf. Bis dahin und ciao.